herzlich willkommen zu Stempellust mit Christiane. Ja, heute habe ich euch diese Karte mitgebracht. Und zwar ist es aus dem Set Wiesenruhe und Stanzformen Wiese. Und wie ich das hergestellt habe, das möchte ich euch heute zeigen. Ihr benötigt dafür einmal eine Kartenbasis in 14,5 x 21, gefalzt bei 10,5. Dann Kirschblüte in 10 x 14 cm. Dann nochmal einen Aufleger in Grundweiß in 8 x 13,5. Dann Reststück Weißkirschblüte für den Spruch. Dann ein Reststück Savanne und nochmal ein Reststück in Grundweiß für die Blumen. Und ich fange an mit dem Kirschblütenblatt, mit Kirschblüte. Und zwar möchte ich das einfärben mit der Prägefolter. Das ist eine Schrift. Das gibt es zwar im Moment nicht mehr, aber ich glaube, es wird wiederkommen. Und das färbe ich jetzt ein. Und beim Einfärben muss man halt darauf achten, je nachdem, was für man machen möchte, dass das Logo von Stamping Up, also oben ist. Das heißt, ich klappe das auf, sodass ich das hier auf der rechten Seite habe und färbe mir das erstmal ein. Und zwar mit Anthrazitgrau. Da gehe ich jetzt einfach so drüber. Ich glaube, das reicht schon. Ja, hier muss noch ein bisschen hin. So, jetzt lege ich das Papier hier gegenüber, weil ich möchte ja, dass die Schrift dann auch von rechts nach links zu lesen ist oder von links nach rechts. Leg das hier ein, vorsichtig, klappt das um und leg das in meine Prägemaschine. Die zweite Prägeplatte drauf. Ist das doch eine dicke. Manche sind dünner, manche dicker. Ja, ich glaube, so geht es. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt der Hintergrund. Das lege ich jetzt mal weg. Das kann jetzt ein bisschen trocknen. Jetzt stanze ich mir die Blumen aus, beziehungsweise die Gräser. Da hole ich dann mal die. Also ich verarbeite jetzt dieses hier. Und dieses, das wird mit Savanne gemacht und dann die Ranken. Ja, manche nennen es Petersilie. Ich glaube nicht, dass es Petersilie ist, aber und dann dieses hier. Die beiden lege ich dann erstmal zur Seite. Dann nehme ich mir mein Stück Savanne, lege mir das hier drauf. Und kurbel mir das durch.
dann wieder weg. Dann nehme ich das Weiß. Und das, mal schauen, ups, ja, hat geschnitten. Na, so, das kann jetzt erstmal weg. Brauchen wir gleich noch mal für einen Spruch. Hole ich das raus. Auch wieder weg. Jetzt habe ich hier ein bisschen an Papier und das möchte ich jetzt ein bisschen kolorieren. Und zwar die Stiele mit Farngrün. Kirschblüte. Das habe ich noch nicht in Original groß, das habe ich noch in klein. Hat aber auch manchmal Vorteile, wenn man also nur so Kleinigkeiten einfärben will. Da ist die Größe gar nicht so schlecht. Werde ich dann im Bonbon rosa machen. Karte, die ich hier gemacht habe, habe ich dieses Rokoko Rosa genommen, aber das ist ja leider aus dem Programm gekommen und da musste ich mich halt jetzt für ein anderes entscheiden und ich denke, das passt auch recht gut zusammen. Und dann habe ich ja noch ein Stück Grundweiß in 8x13,5, also das lege ich jetzt auch erstmal zur Seite. Und das reiße ich jetzt ein bisschen an der Seite runter. Mal gucken, von welcher Seite es besser geht. Das tue ich jetzt in die Prägefolter Pariser Schnörkel. Das lege ich jetzt hier rein. Kommt gleich wieder.
bin wieder da. So, das sieht jetzt so aus. Und das werde ich jetzt auch noch ein bisschen kolorieren. Und zwar mit Kirschblüte. Da muss ich mir das wieder ein bisschen sauber machen, damit es nicht so intensiv wird. Da gehe ich also ganz sacht drüber. Reicht mir schon. Und dann nehme ich noch Savanne. Gehe ich auch noch ein bisschen drüber. Es ist also wirklich nur ganz dezent. Das reicht mir auch schon so, wie es hier ist. Ja, jetzt können wir es eigentlich schon zusammensetzen. Da fange ich jetzt mal mit dem Aufleger an. Also ich finde, dass, da kommt das ganz toll raus, diese Worte. Das scheint Englisch zu sein. Das hier, das braucht ein bisschen mehr Tombow, weil da ja so Vertiefungen sind, dass es auch wirklich klebt. Und als Hintergrund kommen mir die Gräser in Savanne, so punktuell ein bisschen festgeklebt. Kolorierte. Auch nicht so ganz fest. Das kann ruhig noch ein bisschen hinterher hochstehen. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Also man sieht schon, das Bonbon Rosa ist etwas kräftiger, aber viel Unterschied ist es nicht. Aber wer das noch hat, das Rokoko Rosa, darf also ruhig nehmen, was er möchte. Er kann auch eine ganz andere
Farbgebung machen, wie es ihm halt gefällt. Aber ich fand das jetzt hier toll. Ja, jetzt ist es schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch den Spruch. Und ich hatte ja hier Freundschaftsgruß. Der ist ja in dem Set Wiesenruhe drin. Aber heute möchte ich mal, ich denke an dich. Ich meine, wenn man eine Karte schreibt, hat man ja wirklich an jemanden gedacht. Und deshalb denke ich, nehme ich das heute mal. Das mache ich aber, glaube ich, in Bonbon-Rosa. Schauen, dass es auch gerade wird. Aber das ist eh nicht ganz so schlimm, weil wir es eh ausstanzen. Hiermit ist ja auch da drin und da kann man das noch richten, falls es ein bisschen krumm geworden ist oder schief oder schauen wir mal. Ich komme gerade wieder. So, das habe ich jetzt ausgestanzt und jetzt nehme ich noch in Weiß, das kommt da drunter, das mache ich dann genauso und das schneide ich jetzt wieder durch. Und zwar hinterlege ich das mir dann so. Dafür muss ich es festkleben. Seite. Das sieht dann so aus. Dann nehme ich jetzt Dimensionals und zwar, ich habe jetzt die großen hier. Da mache ich mir, glaube ich, dann 4 Stück drauf. Die hat schon was. Dann schaue ich, dass ich das ziemlich gerade kriege. So. Und nun schon ist die Karte fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, würde ich mich auch über einen Daumen hoch freuen. Und ja, also wie ihr seht, das Bonbon Rosa gibt schon einen anderen Touch an Farbe. Ich habe da ja alles mitgemacht, das etwas stärker. Das habe ich jetzt in Kirschblüte gemacht. Ihr könnt natürlich in der gleichen Farbe bleiben oder es auch so machen, wie ich es jetzt habe, in 2 Farbkombinationen. Da ist eure Fantasie halt, sind da keine Grenzen gesetzt. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal, eure Christiane.